Jeder sollte eine Ofenklappe bei sich tragen. Wie gut, dass ich wirklich jeden Mist mitnehme. Tja, und wir machen gleich weiter. Hundegrab. Spaten, jawohl, damit kannst du einen umspaten. Na, wir dreschen hier erstmal das Zeug kaputt. Wenn ich jetzt auf die arme Hütte einschlage, dann macht das eine Menge Lärm. Und wenn den jemand hört, dann wird man vermutlich auf mich einschlagen. Das ist ungünstig, dann lass es. Auch ein Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Das glaube ich nicht. So ist die es. Wache kann von ihrem Posten aus nicht nur das Gefängnis bewachen, sondern hat auch den Innenhof perfekt im Blick. Keine sonderlich guten Voraussetzungen, um hier lebend wieder rauszukommen. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Eine von diesen gemeinen Fallen, die die Maus töten. Wenn ich mir dieses riesige Stück Käse da drin so anschaue, möchte ich lieber nicht wissen, was für Monstermäuse sie damit fangen wollen. Zack. Hier kommt wohl eine der Wachen. Die Mausefalle zuspringen lassen? So kann ich die Mausefalle zuschnappen lassen, ohne unnötig den Verlust von kleineren oder größeren Mengen an Fingern zu riskieren. Gute Idee. Wofür? Damit habe ich eine kleine, unschuldige Maus vor dem grausigen Ende bewahrt und zum Dank ein großes Stück Käse bekommen. Yay. Aber hier sonst aber? Was? Hier geht's. Fenster. Ach, da ist man jetzt. Ach so, okay. Fußballweisheiten werden mir hier wohl kaum weiterhelfen. Die können gerne liegen bleiben. Keine Zeit zum Lesen. Nähmaschine. Was? Game Girl? Game Girl. Das Ding funktioniert sogar noch, aber leider ist kein Spiel drin. Ach so, Game Girl. Ja, Game Boy. Ja, macht Sinn, ja. Dödüm. Fernseher? Soll ich den Fernseher einschalten oder mitnehmen? Mitnehmen. Wow. Soll ich den Fernseher... Mitnehmen. Ja, natürlich. Er steckt die große Röhre einfach mal in die Tasche. Warum nicht? Hat bei meinen Großeltern auch funktioniert. Rednerpult. Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Soll ich den Fernseher einschalten oder mitnehmen? Jetzt einschalten, jetzt hat man Programm. Ja? Da läuft gerade irgendein uninteressantes Fußballspiel. Eine Mannschaft in Schwarz-Weiß spielt gegen eine Mannschaft in Weiß-Schwarz. Ton gibt es auch keinen, was bei den meisten Fußballkommentatoren aber eher ein Vorteil sein dürfte. Da geht's in den Hof und sobald ich den betrete, sieht mich die Wache. Keine gute Idee. Wieso, die Wache steht doch dahinter einmal. So, zack. Gegenpehren und fertig. Da war doch noch irgendwas, ne? Fenster. Die Gitterstäbe sehen recht stabil aus. Ohne extrem schweres Gerät oder Sprengstoff ist da nichts zu machen. Nanu, du betrauerst doch nicht etwa meinen Tod? Max! Max, du lebst? Psst, sprich leise. Sonst kann sich das ganz schnell ändern. Max, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Diese Worte aus deinem Mund? Frau Kalenko, sie versetzen mich in Erstaunen. Du hast keine Zeugen dafür. Macht nichts. Wenn du dich immer so freust, mich von den Toten auferstehen zu sehen, sollte ich das in Zukunft vielleicht öfter machen. Du bist immer noch der gleiche Spinner wie früher. Würdest du wollen, dass sich das ändert? Nein, eigentlich nicht. Aber wie kommt's, dass du noch lebst? Erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir von hier wegkommen. Ja, hast du einen Plan? Nein, noch nicht. Aber das bist du ja von mir gewohnt. Uns wird schon was einfallen. Okay, aber beeil dich. Pat Shelton kann jede Minute zurückkommen. Ach ja, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Es ist schön, dass du noch lebst. Das kann ich gar nicht oft genug hören. Jetzt sind wir bei Nina. Nee, wir sind noch mal. Achso, wir können jetzt ins Herweg. Ich hoffe mal, er hat ein... Ich bin gefesselt. Da fallen solche Aktionen relativ schwer. Na dann.
Glaube kaum, dass ich damit von hier... Nee, mit Spaten hier müsste halt irgendwie die... Was ist denn da ganz rechts? Was? Nee, Inventarleiste, ganz rechts. Ach, Kamera. Achso. Na gut, mit der Kamera kannst du die auch nicht aufmachen. Naja. Aber ich denke mal, du musst ja jetzt die... die Fesseln von Nina aufmachen. Haben wir sonst noch hier? Du hast doch Käse, kannst... Weil ich höre gerade eine Maus. Kannst du den Käse hier vielleicht im Sack irgendwas verwenden? In eine Säcke da reinpacken oder sowas? Mhm. Okay. Was haben wir hier sonst noch so? Das, der Tisch, die Nähmaschine. Ein alter, klappriger Tisch. Nähmaschine? Gut, mit dem Eisspray kannst du ja die Ketten vereisen. Ich muss mir... Nö, so nicht. Vielleicht haben wir hier nicht irgendwo ein bisschen Erde? Nichts Besonderes zu sehen, außer schweren Gitterstäben unter der hinterliegenden Wand. Ich kann mich da nicht hindurchzwängen. Dafür bin ich viel zu muskulös. Okay, der muss irgendwie... Gefängnistür. Achso, da ist die Gefängnistür, wo vorsteht. Tja, nö. Laut Thermometer haben wir hier 19 Grad. Dass ich zittere wie am Nordpol, dürfte wohl eher nervliche Gründe haben. Kannst du ein Thermometer einfrieren irgendwie? Die Temperaturanzeige ist auf 8 Grad abgesackt. Noch weiter? Das Thermometer zeigt jetzt nur noch 8 Grad an. Nö, ich habe keine Eisbär mehr. Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Na, dass er vielleicht raufguckt, oh, ist das kalt, ich verzische mich mal. Da drin sollte ich beerdigt werden. Dass ich irgendwann mal vor meinem eigenen Grab stehe, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Irgendwas? Das kannst du jetzt Nina sagen, hey, pass auf, 8 Grad, mir ist arschkalt. Naja, die Vase ist halbwegs sauber, also rein damit. Die Gitter... Wie Goethe es schon so... Ich muss mir was einfallen lassen. Ich werde mal die Wache rufen. Hallo? Was ist los? Warum schreist du so rum? Temperatur. Es ist kalt hier drin. Nicht ein bisschen kalt, sondern ganz gewaltig kalt. Kalt? Ha! Kalt war es in Stalingrad im Dezember 1942. Ah, ein Witzbold. Aber keine Angst, Ihnen wird das Lachen spätestens dann vergehen, wenn Ihr Boss bemerkt, dass ich ihm nichts mehr nutze, weil ich erfroren bin. Dreimal dürfen Sie raten, wen er dafür verantwortlich machen wird. Und dann möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Gut überredet. Ich gehe nachsehen. Aber ich warne dich, verarsch mich nicht. Ja, genau. Du hast tatsächlich recht. Hat sich scheinbar ziemlich abgekühlt. Sind nur noch gerade mal 8 Grad? Seltsam. Mir ist immer noch mollig warm. Das liegt vermutlich am Wodka. Bekomme ich jetzt auch was zum Aufwärmen? Von meinem Wodka was abgeben? Vergiss es! Aber die Kutte hier braucht bestimmt keine. Die kann ich dir mal überhängen. Und mach bloß keine Dummheiten! So, jetzt gib aber auch Ruhe. Mache ich, versprochen. Danke. Ich habe Hunger. Und ich habe Durst. Im Gegensatz zu mir können Sie sich aber einfach was zu trinken besorgen. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass Sie mir was bringen. Tja, dumm gelaufen. Gefangene hungern zu lassen ist Folter und verstößt gegen die Genfer Konvention. Genfer was?
Genfer Konvention, Menschenrechte und so. Kenne ich nicht und interessiert mich auch nicht. Muss ja auch nicht sein. Hauptsache, sie interessieren sich für meinen Hunger. Du nervst. Ich weiß. Bekomme ich jetzt was zu essen? Nein. Meine Fesseln tun ziemlich weh. Könnten Sie die vielleicht lösen? Willst du mich verarschen? Nee, wieso? Wenn ich dir die Fesseln abmache, haust du ab. Wie soll das gehen? Ich sitze in einer Zelle und gegen einen so starken Mann wie Sie habe ich doch sowieso keine Chance. Stimmt eigentlich. Also? Nee, das geht nicht. Der Boss würde mich auf der Stelle töten. So, ja, das wär's vorerst. Sie können mich nun wieder mit meinem Elend allein lassen. Geht klar. Na gut. Dann wechseln wir mal. Kutte. Ja? Ich finde, du hast eindeutig zu viel an. Ich werde das mal ändern. Kannst du selbst in so einer Situation an nichts anderes denken? Nein, kann ich nicht. Aber für den Moment belassen wir es mal bei der Kutte und den Rest kümmere ich mich später. Wehe, ich warne dich. Irgendwie gefällt es mir, wenn du so wehrlos bist. Ich hab die Kutte und Nina muss wieder frieren. Tja, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen. Tja. So, dann habe ich nämlich die Kutte und dann kann ich die... Die perfekte Tarnung. Solange ich die Kapuze nicht abnehmen muss. Wie rede ich denn mit dem? So, als ob ich einer von Puritas Cordis wäre? Und wie sprechen die? Er macht keinen besonders hellen Eindruck, also versuche ich's mal mit einem leicht prolligen Stil. Tach, wer bist du denn? Dich kenne ich gar nicht, bist du neu hier? Tach! Naja, neu ist relativ. Aber dich kenne ich auch nicht. Bist du einer von denen? Von denen? Na, diese Sektentypen. Sektentypen? Du meinst Puritas Cordis? Gehörst du denn nicht dazu? Nee, ich bin nur als Wache angestellt. Du etwa nicht? Dann kannst du mir doch bestimmt ein bisschen was über Puritas irgendwas sagen, oder? Kann ich das? Wohl kaum. Nee, ich bin auch nur eine einfache Wache. Keine Ahnung, was genau die hier machen. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Wieso? Hast du ein Problem mit denen? Nee, die bezahlen immer pünktlich meinen Lohn. Aber ein bisschen unheimlich sind die mir schon. Solltest du nicht auch mal hinter dem Gefängnis nachschauen, ob da alles in Ordnung ist? Wer bist du? Mein Boss? Nein, aber wenn irgendwas passiert, weil du nicht aufgepasst hast, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Hast ja recht. Ich mach mal meinen Rundgang. So, und er geht jetzt ja gucken. Das wäre praktisch, ja. Der Wärter ist durch den Fernseher wunderbar abgelenkt. Ich sollte ihn nicht stören, sonst kommt er noch auf dumme Gedanken und kehrt an seinen Platz vor dem Gefängnis zurück. Ja gut, jetzt kannst du ja... Die Wache ist hoffentlich noch ein Weilchen mit dem Fußballspiel beschäftigt. Ich werde die Zeit mal nutzen. So. Die gute Nina da rausholen. Rufen. Hier ist ein Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Wo kriegt man den Code jetzt her? Keine Ahnung. Auf den Alarmknopf hauen. Wo haben wir denn hier was? Ofen? Ein alter Kanonenofen. Scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Spaten nicht. Ja, du hattest ja noch eine andere Tür, oder? Draußen gehabt, rechts. Da geht's zu Sheltons Kommandozentrale. Aber auch zu jeder Menge Wachen. Und an denen kommt nur vorbei, wer Pat Shelton heißt. Achso, Luke? Die Luke ist mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Die bekomme ich nicht auf. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, irgendwie mit Spaten. Ist zwar nur noch eine Ruine,